Heute ist Donnerstag und somit gibt es auch heute natürlich wieder die neue Eventwoche in GTA Online. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie eben schon erwähnt, heute ist Donnerstag. Somit gibt es mal kurz und knapp die neue Eventwoche zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Alter, das war einfach voll gereimt. Ich glaube, ich sollte Rapper werden. Juice Back mit einem heftigen Rap, der erstmal mies doch, jetzt gibt es Beef. Okay, vielleicht auch nicht. Starten wir doch so wie jede Woche direkt mal mit den Dingen, auf die es diese Woche doppelt Geld und doppelt RP gibt. Und das wären zunächst einmal alle Spezialfrachtverkäufe. Und mit denen kann man also im Moment extrem viel Geld machen. Außerdem gibt es doppelt Geld und doppelt RP auf alle DJ-Missionen, auf die Stuntrennen, auf den Sumo-Gegner-Modus, auf die normale Version, aber auch auf die Remix-Mission und auf alle Semion-Kontakt-Missionen. Na super, noch mehr SMS von Semion. Danke dafür. Außerdem können wir diese Woche kostenlos im Casino Penthouse eine Mitgliederparty schmeißen. Das macht man da am Telefon, kann man für, ich glaube, 20, 25 oder 40.000, bin mir gerade nicht sicher auswendig, wie viel es genau ist. Auf jeden Fall für einen kleinen Geldbetrag eben ein paar NPCs in sein Penthouse einladen und dann wird dort ein bisschen Party gemacht. Ist ganz lustig, kann man auf jeden Fall mal machen. Und passend dazu gibt es natürlich noch kostenlose Getränke an allen Bars. Und wenn wir gerade schon bei Bonis sind, welche wir von Rockstar Games bekommen, dann lasst uns doch direkt mal weitermachen mit dem aktuellen und somit neuen Podiumfahrzeug für GTA Online. Und zwar wäre das der FMJ. Dieser kostet uns normalerweise 1,8 Millionen GTA-Dollar auf Legendary Motorsport, ist im Moment aber kostenlos auf dem Podium, könnt ihr euch somit gratis abholen. Außerdem ist heute ein neues Fahrzeug erschienen und zwar gibt es heute von Rockstar Games das neue bewaffnete Dingy auf Warstock Catch and Carry. Dort können wir dieses für 1,9 Millionen GTA-Dollar kaufen und ganz ehrlich, Freunde, ich frage mich, was diesen Preis rechtfertigen soll. Ich meine, ihr habt ein Boot, okay, das ist ganz cool und auch mal ein bewaffnetes Boot feiere ich auch. Aber wir können nichts mit Booten in GTA Online anfangen, denn wenn was auf dem Wasser ist, fliegt man da eher mit dem Heli hin, die zum Teil sogar günstiger sind. Oder es ist was auf dem Wasser, dann fahre ich da aber nicht mit dem Boot hin. Ihr wisst, was ich meine. Also da fehlt irgendwie so ein bisschen der Anwendungsbereich und dann für solch ein Boot 1,9 Millionen zu verlangen, finde ich schon ein bisschen peinlich. Außerdem gibt es diese Woche noch gratis ein weiteres Fahrzeug und zwar den Verus, den wir letzte Woche ja in GTA Online erhalten haben. Das Quad können wir auch diese Woche noch einmal kostenlos erhalten. Bis nächsten Mittwoch. Okay, das sind ja schon mal einige Geschenke für diese Woche, aber Freunde, wir müssen auch mal über die Rabatte für diese Woche sprechen. Und das sind etwas weniger als letzte Woche, aber eigentlich auch mal ganz coole. Zunächst einmal gibt es 40% Rabatt auf den Adder, er kostet jetzt 600.000 und überlegt euch mal, wie heftig das ist. Am Anfang von GTA Online, als ich angefangen habe, GTA Online zu spielen, auf der PS3, da war der Adder was Unerreichbares, 1 Million Dollar. Also, das war einfach, jeder, der einen Adder hatte, war einfach der King in der Lobby. Kennst du diese Zeit noch? Schreib es mal in die Kommentare. Und jetzt kriegt ihr den Adder für 600.000 hinterhergeworfen. Gut, er ist jetzt vergleichsweise zu den anderen Fahrzeugen in GTA Online, zu den anderen Supersportwagen, auch keine Konkurrenz mehr, keine ernstzunehmende. Aber, keine Ahnung, ein Adder gehört dann doch in jede gute alte GTA Online Garage. Als nächstes bekommen wir 40% Rabatt auf den Furia. Er kostet jetzt zwischen 1,2 und 1,6 Millionen. Auf den GP1, er kostet jetzt 800.000. Dann auf den S80RR. Er kostet 1,5 Millionen und zu guter Letzt noch auf den Centorno. Er kostet nun 400.000 GTA-Dollar. Dann sind zwei Sachen in GTA Online passiert, die etwas merkwürdig sind. Erstens, das Patrick McRae-Ray oder so ähnlich Event wurde deaktiviert von Rockstar Games. Das ist der Typ, wenn wir den in der Open Lobby finden, können wir ihn aus einem Polizeitransporter rausholen und schalten damit einen neuen Schützen frei für den Casino-Raub. Dieses Event wurde jetzt von Rockstar Games anscheinend deaktiviert und somit ist es nicht mehr möglich, Patrick erstmal zumindest freizuschalten. Außerdem hat Rockstar Games zwei Casino-Dekorationen rausgenommen, einmal About Turn und einmal Bounce. Warum auch immer sie das rausgenommen haben, kann ich euch nicht sagen, aber es ist immerhin so. Das neue Premium-Rennen für diese Woche nennt sich Boots on the Ground, das neue Zeitrennen Down Chilliard und das neue RC Bandito-Zeitrennen Vespucci Canals. Gefühlt ist es immer Vespucci Candles, kann es sein? Twitch Prime Rabatte, wie gestern schon angekündigt, sind heute nochmal die gleichen wie letzte Woche auch. Und zwar erhalten wir weiterhin die Sonarstation im U-Boot kostenlos, sowie 200.000 GTA-Dollar fürs Spielen in dieser Woche und 80% Rabatt auf den Wagner, er kostet jetzt 307.000
und 70% Rabatt auf den Rocket Wall Tag. Er kostet jetzt zwischen 864.000 und 1.149.000. Achso, Freunde, und wenn wir gerade schon beim Thema Twitch sind, dann kann ich schon mal ankündigen, dass ich heute noch auf Twitch live sein werde. Allerdings kann ich noch nicht hundertprozentig genau sagen, wann. Heute Abend ist es nicht, sondern eher so später Nachmittag, so 17:30, 18 Uhr rum. Wenn ihr noch eine genaue Zeit haben wollt, dann schaut mal auf Twitter vorbei. Dort werde ich es definitiv posten, wenn ich mehr weiß. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne einfach auf Twitch mal ein Follow dalassen und dann kriegt ihr natürlich auch eine Benachrichtigung, wenn ich live sein sollte. Tuning-Gameplay gibt es natürlich heute keins, denn bei dem Boot können wir auch nichts tunen. Aber Freunde, ich möchte mich nochmal bei ein paar Zuschauern so bedanken, die diesen Kanal hier einfach Woche für Woche so unglaublich stark unterstützen. Somit großes, großes Dankeschön an ForzaFire, an Enderking, an Chilliger Gamer, an Aki, an Alex, an Happy Gamer und an Chris. Vielen herzlichen Dank, dass ihr diesen Kanal hier Monat für Monat so unglaublich stark unterstützt. Mit den beiden höchsten Mitgliedsstufen einfach nur extrem ehrenhaft. Vielen, vielen Dank. Und ja, jetzt bin ich auch schon raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Wir sehen uns heute Nachmittag hoffentlich auf Twitch. Macht's gut, bis dann. Haut rein und ciao. And it's a ticket talking mother for the biggest, that's a comma and a comma and a comma, gotta get it, get it. And it's a ticket talking mother for the biggest, that's a comma and